gerade so ein Schamgefühl, mich hier blicken zu lassen, weil es jetzt schon sehr lange her ist. Aber es gab nun mal Gründe und ich weiß, wenn ihr mich auf anderen Plattformen verfolgt, ich kompensiere gerade sehr viel und vielleicht wirkt es nicht so, als würde mich das irgendwie hier jucken, aber es sind einfach Dinge passiert in meinem Leben, die nicht so toll waren, wie bei jedem anderen Menschen auch. Deswegen, ja, ich habe es sehr vernachlässigt hier, aber ich bin wieder hier und ich melde mich zurück mit einem etwas komischen Video, weil das alles jetzt schon ein paar Tage her ist. Ich glaube sogar fast 11 Tage oder so und in YouTube-Zeit ist es 3 Monate. Deswegen werden sich wahrscheinlich sehr viele nicht daran erinnern oder mich fragen, warum ich dazu ein Video mache, obwohl das gar nicht so ein großes Ding war und es ist auch kein großes Ding. Wäre Ihre Entschuldigung ernst gemeint, dann würde ich jetzt nicht dieses Video machen, weil ich finde, dass das Verhalten auf jeden Fall verzeihbar ist. Ich glaube, viele werden das nicht so sehen wie ich und werden das total übertrieben finden und voll abwegig von mir, dazu ein Video zu machen. Das ist auch in Ordnung. Und wenn ihr das so empfindet, dann schreibt mir das gerne. Das ist wirklich in Ordnung. I get it. Ein bisschen. Also, worum geht's überhaupt? Einige wissen es wahrscheinlich noch gar nicht. Deswegen, ja, es geht um diese YouTuberin namens Nicolette Vlogged. Und ich habe die auch erst mit diesem Vorfall kennengelernt, weil mir einige versucht haben, ihre Instagram-Story zu schicken. Und dann habe ich bemerkt, dass sie mich blockiert. Einfach so. Ich habe noch nie was von ihr gehört. Never ever. Ever. Ever habe ich irgendwas von ihr gehört. Ich wusste nicht, wer das ist. Und dann merke ich, dass sie mich blockt. Also wahrscheinlich hat sie irgendwas gegen mich oder Angst vor mir oder I don't know. Also zumindest blockt sie mich ohne Grund, okay? Dann habe ich mich in meinem Fake-Account eingeloggt und habe die Story geguckt. Und die zeige ich euch jetzt mal, okay? Die Story, die mir geschickt wurde. Also, ich sag jetzt nicht den Namen dieser Person, weil, keine Ahnung, ich glaube, die Sache ist gegessen und ich will jetzt nicht unnötig Aufmerksamkeit noch auf ihr Profil lenken von irgendwelchen Nicolette-Fans, die sie dann beleidigen oder so. Deswegen blende ich den aus, weil wenn du das siehst und du gerne möchtest, dass ich dich irgendwie erwähne, dann schreib mir das, dann kann ich das gerne in die Beschreibung packen, deinen Instagram-Namen. Also, Nicolette hat dieses Bild gepostet auf Instagram. Dann haben sich natürlich viele gefragt, wer ist denn der Typ auf dem Bild? Weil die sind wahrscheinlich zusammen. So sieht das auf jeden Fall aus. Und dann haben ein paar Zuschauer, und sie war nicht die Einzige, versucht, diesen Typen zu finden. Und das war auch ziemlich leicht, weil sie hat ihn nicht verlinkt, aber sie hat ihm gefolgt. Und sie folgt nur irgendwie 200 irgendwas Leuten. Und dann haben sie ja dieses Profil gefunden von diesem Typen. Und die Absicht der Fans und Zuschauer, die diesen Typen finden wollten, Nicolette, war es wahrscheinlich nicht, um ihn dir auszuspannen, sondern einfach nur aus Interesse, um was über den herauszufinden. Im Sinne von, wie lange geht das schon? Sind die wirklich zusammen? Oder die wollen einfach nur mehr Content von euch beiden sehen? Das war wahrscheinlich die Absicht dahinter, den zu finden. Nicht, um ihn dir auszuspannen, aber okay. Nicolette hat dann, nachdem sie erfahren hat, dass sie ihrem Typen folgt oder eine Anfrage geschickt hat oder was auch immer, hat sie unter ihr Bild geschrieben, öffentlich, und keine Selbstachtung. Das war ein Bild im Bikini von ihr und sie schreibt darunter, dass sie keine Selbstachtung hat. Und das ist irgendwie ziemlich verwirrend, weil du selbst freizügige Bilder postest. Also warum misst du das in zweierlei Maß? So, warum darf sie sich nicht zeigen, aber du dich? Und warum hast du Selbstachtung, aber sie nicht? Ist es, weil du ein Mann bist und sie eine Frau? Ich meine, das war gerade ein Joke, obviously. Aber ja, das ist halt so die einzige Erklärung, die mir in den Sinn kommen würde, warum man das in zweierlei Maß messen will. Natürlich sehe ich das nicht so, aber warum siehst du das so? Das ist halt so die Frage. Dann hat dieser Fan oder diese Zuschauerin ihr eine ganz liebe Nachricht geschrieben, viel zu lieb meiner Meinung nach, und hat sie einfach nur gefragt, hallo liebe Nicolette, habe gerade deinen Kommentar unter meinem Bild entdeckt und wollte fragen, warum du so etwas schreibst. Dann schreibt sie, weil ich Frauen wie du verachte, die fremden Männern auf Insta folgen, wie ekelhaft das doch ist. Ihr seid der Grund, warum Typen das Wort Insta-Bitch erfunden haben. Ach ja, by the way, bisschen mehr Haltung und mal deine Liste überarbeiten. Schämt euch, Mädels, schämt euch. Daraufhin hat die Zuschauerin geschrieben, ich wollte dir keinesfalls zu nahe treten, zudem ich auch ein wahnsinnig großer Fan von dir bin und dich vor kurzem erst persönlich getroffen habe. Wie dem auch sei, ich hatte definitiv keine bösen Absichten und ich entschuldige mich dafür aufrichtig. Daraufhin antwortet Nicolette,
Ey, rede mit dem Mund fusselig, um euch Mädels Selbstachtung und Wertschätzung mitzugeben. Und alles, was du zu tun hast, ist, meine Liste zu durchforsten und fremden Männern folgen. Ihr seid für mich. Hoffentlich treffen wir uns nochmal, dann kann ich dir richtig den Kopf waschen. Und jetzt guck dir doch mal dein Profil an und überleg dir, für was dich Männer da draußen halten. Echt pfui. Und jetzt kommt was. Hätte sie das nicht geschrieben, würde ich jetzt nicht dieses Video machen, okay? Also hätte sie nur geschrieben, du, na na na, du, folgt nicht meinem Mann. Okay, whatever. Aber das übertrifft gerade wirklich alles, Leute. Ich soll dir sagen, wenn sie sich den Arsch machen lässt und die Titten, kann dir es nochmal probieren. Und die soll vom Boden aufstehen, sonst trete ich drauf. So, jetzt weißt du, was man von dir denkt. Guck meine Stories und lern, verdammt. Ich bin zu 99% sicher, dass das nicht ihr Typ gesagt hat, sondern sie sich das ausgedacht hat, um ihr einfach nur Unsicherheiten einzureden. Was so absolut ekelhaft ist. Wahrscheinlich, weil sie wirklich davon überzeugt war, dass sie ihr den Typen wegnehmen will. Und meine Frage an dieser Stelle ist, ihr seid wahrscheinlich noch nicht wirklich lang zusammen, weil warum würdest du sowas als Bedrohung sehen? Also, wenn dein Typ so schnell dir weglaufen würde, warum behältst du ihn überhaupt? Und ich habe da auch einfach so null Verständnis, weil egal wie oft dein Selbstwertgefühl verletzt wurde und egal wie schwer du Vertrauen zu anderen Menschen aufbauen kannst und egal wie eifersüchtig du bist, das übertrifft einfach alles Erdenkliche so. In meiner letzten Beziehung wurde ich 4-mal betrogen und jedes Mal wurde mir davon, also seit wir uns gestritten haben, eine Sprachnachricht oder ein Video geschickt, wie er es macht mit jemand anderem. Und mein Vertrauen ist auf null gesunken. Ich kann wahrscheinlich für die nächsten Jahre niemandem mehr vertrauen und mein Selbstwertgefühl auch extrem darunter gelitten. Aber trotzdem würde ich niemals so eine Scheiße schreiben zu jemand anderem, der total unbeteiligt ist. Also verdienterweise hat sie dann dafür so ein bisschen Backlash bekommen, weil diese Zuschauerin das nun mal geteilt hat in ihrer Story. Und schauen wir mal, was Nicolette dann einen Tag danach, nachdem sie exposed wurde, dazu gesagt hat, okay? Meine Güte, wo fange ich an, wo höre ich auf? War das so eine gute Idee? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Aber wie dem auch sei, zu 99,5% habe ich einfach eine sehr tolle, respektvolle und sehr liebevolle Community. Und ich finde halt auch, dass manchmal ein Herz-Emoji mehr sagt als 1000 Worte. Wobei auch so viele liebevolle Worte gesprochen wurden, dass ich mich darüber sehr gefreut habe. So bin ich das aber auch gewohnt hier. Ganz, ganz, ganz viel Liebe. Aber wie das manchmal im Leben ist, so diese 0,5%, die haben es in sich. Bleibe bei meinem Leitfaden hier. Wenn du auf meinem Profil bist, ist es so, als wenn du bei mir zu Hause wärst. Dann musst du dich anderen Gästen und vor allen Dingen den Gastgeber gegenüber vernünftig verhalten. Und somit behalte ich es mir vor, Menschen zu blockieren. Ich bleibe dabei. Ich bin eine Blockiererin. Das habe ich immer schon so gemacht. Und somit habe ich mein Profil, meine Visitenkarte auch immer sehr clean gehalten. Ob das in anderer Leuts Augen gerechtfertigt ist oder nicht, danach frage ich nicht. Das spielt auch keine Rolle, wenn ich der Meinung bin, dass du eine Energie verbreitest oder dir ein Vorrecht rausnimmst, was dir nicht zusteht. Dann bin ich nicht der richtige Ansprechpartner auf Social Media. Was nicht schlimm ist, es gibt noch andere tolle Menschen auf Instagram und Co. Das muss man also mir überlassen. Ich predige immer eine ganz bestimmte Art und Weise vom Verhalten von Frauen. Wir haben die Tage noch über das Online-Verhalten von Frauen gesprochen. Naja, wie dem auch sei, ich gehe jetzt auf das dritte Jahr zu, wo ich hier auf Instagram unterwegs bin und ich habe sehr, sehr viel gelernt, vor allen Dingen über mich, noch mehr über andere Menschen. Und ja, so eine Aktion wie gestern Abend ist eigentlich so ein kleiner Test gewesen, um zu schauen, wie weit ich jetzt wieder gehen kann. Und das war mir mal wieder eine Lehre und hat mir gezeigt, dass es immer noch viele Mädels da draußen gibt, die keinen Respekt anderen Frauen gegenüber haben. In dem Fall mich. Das ist auch vollkommen in Ordnung. So sind Menschen, so werden Menschen auch immer sein. Liegt auch nicht in meinem Aufgabenbereich, denen irgendwie den Kopf zu waschen. Aber besides the negativity, Dankeschön an alle, die sehr lieb sind. Dieser Mindfuck ist einfach nicht mehr zu ertragen einfach. Also Leute, sorry, aber wenn Frauen keinen Respekt voneinander haben, so bitch, shut up. Nicolette, das lässt einen richtig bitteren Geschmack in meinem Mund, wenn du dich mit anderen Frauen gruppierst, womit ich kein Problem habe. Also ich als transsexuelle Frau,
benutze so eine Sprache nicht, weil ich schon finde, dass man sich unterscheidet von rein biologischen Frauen. Im gesellschaftlichen Sinne natürlich nicht. Aber wenn du wirklich dir es zutraust, dich mit anderen Frauen zu gruppieren, dann aber anderen Frauen sagt, die sollen ihren Arsch und ihre Titten machen lassen, damit dein Typ die. Ist es einfach nur absolut disgusting und du bist hier die Person, der Mensch, der keinen Respekt vor Frauen hat. Period. So, jetzt zeige ich euch auch noch die Entschuldigung von ihr, die einen Tag nach dieser Story online kam. Also, sie hat eine 180-Grad-Drehung gemacht und hat plötzlich eingesehen, dass es ein absoluter Fehler war, nachdem sie mit ihrem Management gesprochen hat. Wow. Guten Morgen. Ich möchte mich jetzt entschuldigen. Und das möchte ich, und das möchte ich ehrlich und aufrichtig bei sehr, sehr vielen Menschen da draußen, insbesondere bei einer Followerin, für mein asoziales, ekelhaftes Verhalten. Ich habe eine Followerin beschimpft, grundlos, respektlos und kann das leider nicht persönlich tun, weil sie mich natürlich blockiert hat. Das hätte ich auch getan. Mir ist es aber wichtig, das in der breiten Masse zu tun, weil viele Menschen mir am liebsten auf die Fresse hauen würden, verständlicherweise. Und ja, das hat ein Ausmaß genommen. Gestern war so ein Tag, da hättest du mir am besten auf die Schnauze gehauen nach dem Aufstehen, weil ich irgendwie jedem das Leben zur Hölle gemacht habe. Weil, keine Ahnung, weil ich einen Furz gehängt habe, weil ich überfordert bin, weil ich, was weiß ich, was predige, was ich nicht getan habe gestern. Und ich möchte mich nochmal aufrichtig entschuldigen bei allen und es tut mir leid und es tut mir weh, wenn Leute enttäuscht sind, die mich sehr gerne mochten, wenn ich meine Reichweite und meinen Einfluss missbraucht habe, denn das war's. Und heute Morgen habe ich mit meinem Management telefoniert, die mich natürlich auch nach meinem Verstand gefragt haben, so wie viele andere mir privat gestern den Kopf gewaschen haben, aber so richtig. Also ich hätte an der Stelle das einfach rausgelassen, weil du damit auch die absolut leichtsinnigsten Menschen deutlich machst, dass du es nicht ernst meinst. Und kein Mensch macht sonst so eine 180-Grad-Wendung von verdient, einen Tag danach Shitstorm, verdient und dann ist das der größte Fehler meines Lebens. Ihr dürft mir in die Fresse schlagen, ich bin so dumm. No one, no one. Und Nicolette, du bist irgendwie 38 oder so. Also ich glaube, Selbstreflexion hast du auch schon mal betrieben in deinem Leben. Und das ist einfach, vor allem für Erwachsene, kein normales Verhalten. So ist es einfach nicht. Also auch wenn ich das Verhalten absolut horrible, disgusting und widerlich finde, sie hat sich entschuldigt. Auch wenn es nicht ernst gemeint war, trotzdem hat sie sich entschuldigt. Und das soll man berücksichtigen. Ich finde nicht, dass man sie canceln sollte oder für immer hassen sollte. Aber ich finde, das Video hat sie sich hiermit verdient. Ist mir auch echt scheißegal, was für einen Shitstorm ich dafür jetzt wahrscheinlich kriegen werde von Leuten, die sie feiern und das irgendwie übertrieben finden von mir. Ich finde es nicht übertrieben und jegliche Argumente bezüglich, du willst dich nur wichtig machen, du willst nur Geld machen. Und wenn einige hier versuchen wollen, gegen mich zu argumentieren, vor allem mit Argumenten wie, ich will nur Geld machen, ich will nur Fame werden und die ganze Scheiße, guckt meinen Kanal an und vielleicht ist euch mal aufgefallen, wie selten ich Videos hochlade und dass ich einfach keinen fucking Cent hier verdiene, deswegen. Verurteilt mich für das, was ich bin, aber nicht für eure Wahrnehmung von mir, die absolut fehlerhaft ist. Okay? Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich sehe euch im nächsten Video. Und es wird nicht so lange dauern, ich schwöre. Bis dann!